Handbuch für die gute Ehefrau, 1955. Verwöhnen Sie ihn. Halten Sie das Abendessen bereit, damit die köstliche Mahlzeit rechtzeitig fertig ist, wenn er nach Hause kommt. Machen Sie sich schick. Gönnen Sie sich 15 Minuten Pause, sodass Sie erfrischt sind, wenn er kommt. Legen Sie Make-up nach. Knüpfen Sie ein Band ins Haar, sodass Sie adrett aussehen. Seien Sie fröhlich. Er braucht vielleicht ein wenig Aufmunterung nach einem ermüdenden Tag. Und es gehört zu Ihren Pflichten, dafür zu sorgen. Während der kalten Monate sollten Sie für ihn ein Kaminfeuer zum Entspannen bereithalten. Ihr Mann wird fühlen, dass er in seinem Zuhause eine Insel der Ruhe und Ordnung hat, was auch Sie beflügeln wird. Letztendlich wird es Sie unglaublich zufriedenstellen, für sein Wohlergehen zu sorgen. Seien Sie glücklich, ihn zu sehen. Begrüßen Sie ihn nicht mit Beschwerden und Problemen. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder ohne Sie zum Abendessen oder irgendeiner Veranstaltung geht oder selbst wenn er die ganze Nacht ausbleibt. Fragen Sie ihn nicht darüber aus, was er gemacht hat. Machen Sie es ihm bequem. Schieben Sie ihm ein Kissen zurecht. Bieten Sie ihm an, seine Schuhe auszuziehen. Sprechen Sie mit leiser, sanfter Stimme. Hören Sie ihm zu. Und vergessen Sie nicht, dass seine Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre. Der Abend gehört ihm. Denken Sie daran, er ist der Hausherr. Und Sie haben kein Recht, ihn in Frage zu stellen. Eine gute Ehefrau weiß stets, wo ihr Platz ist. 1955. Das ist gar nicht so lange her. Jesus. Bin ich froh, dass ich schon so alt bin. TV 21 Austria. Einfach anders.